Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, wir sind hier auf einer Insel angekommen, wo sich eine Maya-Stele befindet und außerdem noch ein Lagerhaus, was wir plündern können. Da ist der Mann mit dem Schlüssel. Ich würde aber gern erstmal versuchen, die Kerle dort auszuschalten, ohne dass die Leute ja exekutiert werden. Daraufhin muss ich aber erstmal abpassen, wie die Leute hier gehen. Denn wenn ich entdeckt werde, spallen die sofort los. Jetzt wäre... Na, doch nicht. Jetzt kommt er hier. Ich würde ja an eurer Stelle jetzt abhauen. Juckt ihn aber nicht. Sie wundern sich auch, hä? Na komm mal her, schau dir es mal an. Kann ich denn nicht hier... Ah, doch. Hä? Ich habe das Gefühl, es trifft mich. Nö. Hat ja super funktioniert hier alles. Bis auf einen kleinen Zwischenfall. Sind wir recht easy hier durchgekommen. Okay. Dann begeben wir uns mal dahin. Oh, Krokodile. Naja, ist mir bewusst. Ja,
Na komm mal her. Das dann, dass man da nicht durchgucken kann, frage ich mich da schon. Wie blind sind die Leute eigentlich? So, jetzt kommt die hier vorbei. Brauche ich mich ja erstmal nicht zu kümmern. Und gute Nacht. Ist das hier etwa? Nein, das ist nicht der Aussichtspunkt. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Hey, na komm mal her. Ja, komm mal hier hoch. Und tschüss. Okay. Mache ich mir erstmal hier hoch und synchronisiere das Ganze. Es läuft irgendwie heute. Gut, der hat mich jetzt mal gesehen, aber sonst. Und Jessica Fee. Der es nicht mitgekriegt hat, dass da jemand runtergefallen ist, auch komisch. Geht jetzt eigentlich nur zum Lagerhaus. Und wo haben wir denn... Die Majestät ist da hinten, okay. Da hinten ist noch eine Truhe. Aber wir können ja erstmal das Lagerhaus. Oder. Komm, was soll's. Komm jetzt erstmal die Truhe. Wo man die auch isst. Da hinten. Ich hab ein bisschen Angst vor den Krokodilen. Aber sonst. Soll es mir wahrscheinlich so ungefährlich wie möglich machen. Gegen Krokodil zu kämpfen habe ich jetzt keinen Bock. Okay, wo machen wir das nächste hin? Dann würde ich sagen... Lagerhaus voll. Sind es gleich zwei Lagerhäuser oder was? Ist ja krass. Passt aber wahrscheinlich nur eine Schüssel. Ja, nach vorne sollst du springen.
Will er denn? Ja, hat gut funktioniert, was? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen ungestüm hingelatscht, aber was soll's? Das erwarten die bestimmt auch gar nicht. Ist das ein Bug auf der Karte oder ist das mehrere Lagerhäuser? Ich glaube nicht, ey. Hey, da haben wir wenigstens mal ein bisschen Metall. Uns geholt. Es ist noch ein Lagerhaus hier auf der Karte. Nee, es war nur das eine. Hätte mich auch gewundert. Das ist jetzt leer und dann gehe ich mal zum Maya-Stil. Okay, los geht's. Das ist ja extrem schwer. Die vorletzte Maya-Stele. Krass. Noch ein Maya-Schlüssel starten. Ja. Mir fehlt jetzt noch eine Maya-Stele. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Von da. Hier müsste man ja hochkommen, theoretisch. Okay, da weiß ich auch schon, wie man hinkommt. Was fehlt da jetzt noch hier? Ach, die Flaschenpost, okay. Ein Brief, den ich übersehen habe. Bin ich wahrscheinlich am schnellsten, wenn ich es einfach so mache. Das Steuerruder nochmal verlasse. Und dann direkt. Dahin mache und direkt auf dem Felsen. Ja. Weil das hätte tödlich enden können. So, da haben wir das auch noch. Ja. Und somit Aufbruch von daheim. Ja, wen das interessiert, auf Pause drücken, während ich hier ein bisschen durchscrolle. Matanzas haben wir jetzt erfolgreich durchgeschaut. Herr Segelmänner! Und wir verschwinden von hier. So viel Segel wie ihr könnt! Können jetzt ja noch mal ein paar Inseln hier durchgehen. Da gibt es keine Maya-Stele.
Nassau gibt es auch keine mehr. Eins frage ich mich ja, kommt man echt jemals nochmal nach Havanna? Wo ist denn Havanna eigentlich? Mayastele. Kann ja dann noch auf diesen Inseln hier unten sein, aber ja, die kommt man erst hin, wenn man. Na, ihr wisst schon. Ach, Havanna ist die nächste Hauptmission. Ach so. Krass. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt auch mal eine Schnellreise hin nach Havanna. Und gucken, was uns da erwartet. Hey, also Sperrgebiet oder was? Ha, waren wir auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, seitdem wir damals hier als Gefangene Havanna verlassen haben, sind wir nicht wieder hier zurückgekehrt. Glaube ich jetzt mal. Können wir jetzt noch irgendwas verbessern? Ich glaube nicht, unser Geld reicht auch nicht aus. Können aber hier noch zu Genüge Zucker und so rumverkaufen. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Metall? Na, ein bisschen. Bis auf Lage der Feuerfässer ist immer noch nichts. Kann ich das denn eigentlich noch nicht? Aber ist das schon voll? Das kann auch sein. Havanna, das reinste Sperrgebiet hier. Es gibt immer noch hier nicht synchronisierte Aussichtspunkte. Sollte ich mich auch schämen. Mach ich eine Schnellreise dahin, oder? Bin ich schneller dort und muss nicht durchs ganze Sperrgebiet rennen. Okay, da hinten. Wir können es jetzt auch natürlich wieder jederzeit einmischen und hier wieder Piraten helfen. Alter. Verdammt! Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Hey, damit ist unsere Crew wieder relativ voll. Denn da? Der gute Rackham sitzt hier. Verdorbenes Blut. Nee, stimmt gar nicht. Ich dachte schon. Ich vermute, das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker gingt. Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Ei, Torres glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her. Er hat recht. Ein widerliches Ding. Ist es das, was ich glaube? Ei, seht her. Mit dem Blut des Gouverneurs können wir durch seine Augen sehen. Das ist bei der Kirche. Bewahrt es gut. Nur für den Fall. Ich bin in meinem Büro. Viel Glück. Was für eine herzliche Frau. Okay. Torres aufspüren. Ich bezweifle, dass es so einfach wird.
Und ich bezweifle, dass du miterlebst, was hier noch so passieren wird. Ja, und ich würde sagen, wie es weitergeht, das erfahren wir dann. Ich dachte schon, fällt runter. In der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, das war eine brandneue Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. In dieser Folge konnten wir dieses Lagerhaus von den Spaniern ausnehmen. Und außerdem noch die vorletzte Maya-Stele finden. Jetzt fehlt nur noch eine. Was irgendwie logisch ist, wenn ich sage, es war die vorletzte. Ja, danach können wir uns dann die Maya-Montur holen. Keine Ahnung, was die bringt, aber wird bestimmt schon etwas effektiver sein als die normalen Monturen. Noch so einen kleinen Bonus. Ja, und jetzt sind wir auf der Suche nach Torres, der sich hier in Havanna versteckt hält. Und ja, werden versuchen, ihn zu eliminieren. Ja, und ob es uns gelingt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.